Am Wochenende ist es wieder soweit. Der Europapark in Rust startet in seine Sommersaison. Noch nicht ganz fertig, aber schon brennend erwartet. Die neueste Attraktion der Familie Mack wird eine nie dagewesene Mischung aus Flugsimulator, Achterbahn und 4D-Kino. Wir haben heute den Namen bekannt gegeben. Das Voletarium hat sozusagen das Licht der Welt erblickt. Projekt V war es über viele Monate. Voletarium kommt eben, ist eine eigene Kreation von uns, Volare. Also Fliegen, der Traum des Fliegen, der war wird Ende Mai, Anfang Juni. Wir haben die Astflugtheorie mit dem Professor Nikolaev, der eben beweisen will, dass die Gebrüder Eulenstein die ersten waren, die vor den Wrights geflogen sind. Und es wird ein Time-Ticket geben zum ersten Mal in der Geschichte des Parks. Das heißt, man kann sich auch eine Bordkarte holen, um in den Flug einzusteigen. Wir haben 3 Ebenen, 70 Sitzplätze pro Kino, einen Dom, einen Halbdom, in dem man eben reinfährt. Das sind Simulatoren, die in diese Leinwand hineinfahren und dann 6 verschiedene Bewegungsgrade. Das heißt, man fliegt eigentlich wie auf dem Rücken eines Vogels über die verschiedenen europäischen Länder. Wir haben 17 Länder, 11 davon sind digital oder sind reell gedreht mit einer Red 8K Weapon und 6 davon sind animiert. Aber es ist ein 4,5 Minuten Flug mit Wind, mit Düften. Das ist wirklich der Traum des Fliegens. Auch sonst stehen im Park einige Neuerungen an. Im Traumzeitdome dreht sich nun alles um das Phänomen der Schwerkraft. Und die Alpenexpress-Achterbahn erhält einen neuen Virtual-Reality-Film. Doch das war nicht alles. Wir haben sehr viel Infrastruktur auch hinter der Kulisse geleistet, damit die Fernentsorgung passt mit dem Logistikzentrum. Wir haben die Arena gebaut. Dann haben wir im Park an so vielen Ecken und Enden gebastelt, gehammert und gestrichen und gemalt und gezimmert. Die Gärtner waren wieder äußerst aktiv. Ich glaube, das, was der Kunde als selbstverständlich nimmt, ist eine Riesenherausforderung für uns, weil eben auch viele Dinge im Detail verschönert werden. Ob es die Show sind, ob es neue Artisten sind, ob das Veränderungen in der Parade sind, ob es neue Szenen in der Geisterbahn, in der Piratenfahrt und viele mehr. Es sind tausende von Kleinigkeiten, wo sich so vielleicht der Kunde gar keinen Gedanken macht, was so alles diese Schönheit und diese Emotion im Europapark auslöst. Weitere dieser Kleinigkeiten. Die beliebte Parade wurde noch einmal überarbeitet. Wichtelhausen erhält einen neuen Bahnhof. Das Geisterschloss erzählt in Zukunft die Geschichte von Jack the Ripper. Und ein Kinofilm steht in den Startlöchern. Mit den Stimmen von Harpe Kerkeling und Oliver Kalkofe startet Ende August weltweit der 90-minütige Animationsfilm Happy Family. Und wie steht's eigentlich um den geplanten Wasserpark? 2019 soll dieser in Betrieb gehen. In den nächsten Wochen erwartet die Familie Mack den ersten Spatenstich für das neue Ressort.